Servus Leute, wir kommen jetzt zum ersten Part für die Shisha-Anfänger und wir zeigen euch heute, welche Shishas am besten sind, also von der Qualität und Preis-Leistung her. Und wir sind auf eure Kritik eingegangen. Wir haben geguckt, welche Shishas am billigsten sind und am besten von der Qualität her sind. Und ja, die stellen wir euch jetzt auch vor, wir steigen dann von der Preisklasse immer höher. Also die niedrigen Preisklassen sind natürlich für die Anfänger gut, aber wir zeigen auch noch welche, wo wirklich sich wirklich lohnen. Ich fange schon mal an. Ja, servus. Zu Beginn haben wir uns ausgesucht eine ziemlich preisgünstige Shisha, das ist die SKS 300 2.0. Das ist eine ganz normale Zweischlauch-Shisha, die ist ungefähr so groß. Kriegt man für 30 Euro, rostfreies Metall. Gerade für Auto oder so ist das richtig gut, oder für Anfänger. Hat zwei Anschlüsse. Ja. Dann geht es weiter mit einer etwas größeren Shisha, das ist die SKS 440 2.0, die haben wir auch ausgesucht. Das ist die 300er, bloß ein bisschen größer, zwei Anschlüsse. Auch gutes Material, dass es nicht rostet. Preis? Preis liegt bei 35 Euro zurzeit. Dann haben wir noch einen von Amy ausgesucht. Hat zwei Anschlüsse erst gesagt? Ja. Yep. Bei denen müsst ihr halt jeweils den Adapter dazu kaufen. Ja. Den blende ich hier kurz ein, den Adapter, dann wisst ihr welcher. Dann gehen wir weiter zur Amy Zuri 340. Das ist die Little, also die Little Zuri. Gibt es auch in verschiedenen Farben und Varianten. Ist auch eine Zweischlauch-Shisha, muss man aber den zweiten Adapter dazu kaufen. Gibt es für 35 Euro circa bei Shisha-Nil zurzeit. So, dann gehen wir weiter. Die Shishas, die wir euch jetzt zeigen, sind alles gute Marken. Ja. Also da braucht ihr keine Angst haben. Das ist die Kaya PN 630, die geht von 70 Euro bis 80 Euro, kommt auf der Shop drauf an, ist einer der günstigsten Vierschlauch-Shishas. Die Adapter musst du wieder dazu kaufen. Preis? So, dann gibt es wieder eine SKS. 70 Euro, kostet 70 Euro. Das ist die 680. Die 680 G-Spot gibt es für auch wieder 70 bis 80 Euro. Ist eine Vierschlauch-Shisha. Sehr cooles Design, finde ich. Bisschen was anderes. Wie viel Schlauch hat die? Vier. Echt? Mhm. Ja, 70 cm circa groß. Dann geht es schon weiter mit einer Preisklasse über 100 Euro. Das ist die Ginny Arabica Gold zum Beispiel, mit, also die Ginny Arabica Gold 2.0, die hat vier Anschlüsse, müsst ihr auch wieder dazu kaufen. Die ist vom Durchzug her sehr gut, ja. Muss man sagen. Dann gibt es wieder eine Kaya. Und zwar die berühmte PNX-Serie. Sehr beliebte Shisha auf jeden Fall. Die 660er. Also 660, vier Schlauch, gibt es von 90 Euro bis 110, kommt aufs Design drauf an. Auf jeden Fall eine sehr klasse Shisha. Was man bei der sagen kann, preisgünstig und echt top. Ja, weil die hat auch einen extrem guten Durchzug, wie bei der MPS. Ja. Für die Leute, die nicht wissen, was Durchzug ist, falls sie es jetzt angucken, das ist, wenn mehrere Leute an der Shisha ziehen. Das ist dunkelgelb. Ja, das wird echt ein Tag. Wir rauchen gerade. Memories und der Saft geht so derbe. Also Ding, Durchzug ist, wenn du mehrere Leute dran ziehen, dass der Durchzug sich nicht arg verringert. Also dass du trotzdem noch ziehen kannst und nicht nur einer der vier Schlauch-Shisha zieht, sondern man kann auch zu zwei ziehen und es verändert sich nicht arg viel. Ah, quasi der Widerstand beim Ziehen. Genau. Ja, weiter geht's mit dem Nagilem MPS, die legendäre, hochqualitative Shisha, vier Schlauch, 150, 160 Euro. Ein Adapter dabei, müsst ihr die anderen drei dazu kaufen.
Die ist auf jeden Fall Lieblings-Shisha. Ja, weil die Qualität einfach schon für den Preis. Das ist das Ultra. Der Preis ist Ultra für den für die Qualität. Dann kommen wir zu einer Glas-Shisha, was wir auch dabei haben mal. Von Magic Glass. Ich weiß nicht, was ich sagen muss, also für Anfänger. Ihr könnt so die kleinen Shisha so für 50, 60, 70 Euro, 30 Euro, die wir jetzt vorgestellt haben, die könnt ihr euch echt holen, die sind super. Wir haben extra welche geholt, wo wir früher auch hatten, oder genau. Unsere Freunde. Für 190 Euro kriegt ihr eine Hydra 3 Glas-Shisha von Magic Glass. Die hat zwei Anschlüsse, ist eine sehr qualitativ hochwertige Glas-Shisha, top Design, müsst ihr halt genug Geld dabei haben, ja. Auf jeden Fall. Das ist vielleicht für diejenigen, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Könnt natürlich auch als Anfänger kaufen, aber ihr sollt halt, wenn euch das Geld jetzt egal ist, dann könnt ihr die gerne holen. Aber von Anfang, ja, ist einfach nur so vorgestellt, die wir einfach top finden. Auch, ja. Ja. Dass es auch gleich dabei ist. Zum Schluss haben wir dann noch in der Liste meine Shisha. Das ist die Nagelem NPS Ultimate Convex. Das ist eine Classic Roll mit einem Klippverschluss. Einer schön designten Rauchsäule. Gibt es für 210 Euro. Wir haben jetzt extra nicht die Pyramid Bowl, also die Pyramid Shisha ausgewählt, weil die Bowls nicht so eine hohe Qualität haben. Klar, manchen gefällt das Design, aber ich habe schon vieles gehört über die Bowls, dass die zu dünnes Glas haben, daher leicht brechen. Das war jetzt unser Preis bis 200 Euro, sage ich jetzt mal, so circa. Wir haben jetzt keine ausgewählt ab 200 Euro, weil da eigentlich die Qualität immer stimmt. Und ich finde auch über 200 Euro bzw. 250 Euro aufwärts sollte man sich keine Shisha kaufen, weil das einfach nur rausgeschmissenes Geld ist, finde ich. Ja. Also die NPS für 150 Euro reicht vollkommen. Kann ja gar nichts falsch machen. Auch die PNX reicht auch vollkommen zum Shisha-Rauchen. Oder diese Klickverschluss-Shishas von SKS. Sind auch relativ gut. Ja. Doch läuft bei uns auf jeden Fall. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass unser neues Tutorial bzw. der Re-Upload jetzt gefallen hat, weil wir einfach mal mehrere Sparten ausgewählt haben. Und nein, wir werden nicht von Kaya gesponsert. Mal so. Wir kaufen eigentlich alles selber. Wir werden Shisha nicht jetzt ausgewählt im Shop, weil wir eigentlich keine Probleme mit dem hatten bis jetzt. Und der ist am sympathischen rüberkommt, der Shop, weil wir hatten einfach noch nie Probleme damit. Und da hatten wir eine große Auswahl. Einer der größten Online-Shops, würde ich mal sagen. Ja. Sehr viele Shisha machen. Also der, jetzt nur gar keine Shisha daheim hat und sich mal eine kaufen will, würde ich meiner Meinung nach die PNX empfehlen. Ja, ich auch. Weil die kleinen lohnt sich am Ende eh nicht mehr, weil ihr schon eh eine neue kaufen werdet, wenn ihr dabei bleiben solltet. Ja, aber für so mal zwischendurch reißt du eine kleine auf jeden Fall, für 40, 30 Euro. Oder zum Outdoor rauchen so eine kleine. Genau, richtig. Also, hoffe es hat euch gefallen. Haut rein.